Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu New Super Luigi U. Und ja, ich weiß, wir sollten in Welt 7 sein. Nein, in Welt 8 sein, selbstverständlich. Und zum Ende kommen. Aber mir fehlen noch 3 Star Coins hier in Welt 7. Und die möchte ich jetzt mit euch zusammen nachholen. Ich denke, das sollte kein großes Thema sein. Hier nochmal dieses komische Eiswürfel-Level. Na, das sollten wir doch mal hinkriegen. Da finden wir bestimmt auch die letzte Starcoin. Die kann nicht mehr weit sein. Also viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht mehr. Aber schauen wir uns das Level erstmal in Ruhe an. Kommt jetzt hin? Ja, genau. So. Einmal hier durchrasen. Hier war die erste. Hier kam gleich die zweite. Das heißt, ab hier muss irgendwo die dritte sein. Und diese Münzen... War klar. Diese Münzen haben hier den Hinweis gegeben, dass da unten irgendwas sein muss. Ich, wie gesagt, es waren nicht mehr viele Alternativen möglich, wo noch was sein konnte. Und da habe ich jetzt einfach mal die Chance genutzt. So, hier haben wir nichts mehr. Jetzt vereise ich hier nochmal ein. Und dann sollten wir das hier eigentlich über die Bühne bringen. Sieht gut aus. Oh, schade, den Dreisprung habe ich jetzt nicht geschafft, aber egal. Immerhin die Starcoin aus dem ersten Level noch. Damit fehlen uns noch 2 aus Welt Nummer 7. Jetzt bin ich gespannt. So, das nächste, was uns fehlt, war hier. Und da weiß ich sogar noch, wo die Starcoin war. Die hat man nicht gekriegt, weil wir nicht schnell genug waren, weil wir damit halt irgendwie überhaupt nicht gerechnet haben, was wir da machen mussten. Mal sehen, genau, hier war die erste. Und wie gesagt, ich weiß genau, wo die noch war. Eigentlich wäre es sogar sinnvoll, wenn ich hier den... Was mache ich denn hier? Da unten war die zweite. Genau, ich bin hier nämlich hochgesprungen und das hat es in die Zeit verlangsamt. Mal sehen, ob ich das überhaupt schaffen kann. Oh oh. Schaffe ich es wieder nicht. Ich darf nicht einmal hochspringen. Scheiße. Okay. Okay, dann weiß ich, das ist ja auch ein mega kurzes Level. Also, auch nicht, ich beende es mit 55. Das heißt, ich muss jetzt ganz dringend... ...dein Flughörnchen mitnehmen. Ich glaube aber, ich weiß sowieso, was ich machen werde. Weil das wäre für das Level eigentlich perfekt. Wir nehmen einfach einen Pi-Pilz. Halt, das war der falsche Knopf. Dann können wir nämlich unendlich oft fliegen, dann sollten wir das Level ganz easy schaffen. Solange ich ihn jetzt nicht verliere. Oh Mann, ey, das ist doch so behindert. Ja, dann gib du mal dein Ding hier. Mann, oh Mann, so leichtsinnig. So, und jetzt nicht einmal hochspringen. Oh, warte. Ich sollte das erstmal aktivieren, weil ansonsten wird es nix. So, komm, hoch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Wahnsinn, wirklich. Will nichts gelingen. Ah! Wahnsinn, ey. Das ist doch zum Kotzen. So, komm, auf geht's. Dann eben nochmal die Scheiße. Hätte ich hier auch einfach die ganze Zeit ganz easy das machen können. Oh Gott, ich bin ein Vollidiot. Warum kriege ich gerade nichts gebacken? Was ist los mit mir gerade? Wie kann man sich denn so dämlich anstellen? Wahnsinn. Hier einfach ganz gechillt neben vorbeilaufen. Was ist das Problem? So, guck mal her. Wahnsinn. So, jetzt hat aber.
Keine Ausreden. Jetzt wird es geschafft. Nein! Schaffe ich das nicht? Weil ich an der Ding nicht mehr dran komme, oder wie? Boah, komm, wir aktivieren doch jetzt! Das ist doch... Ey, ich krieg hier gleich einen Anfall! Was soll denn die Scheiße? Wahnsinn! Also ich hasse es, an so einer billigen Scheiße so viel Zeit zu verlieren. Wenn man sowas ultra billigem, dass man hier Zeit verschwendet, ist... Ah! Oh! Schlechter Scherz, oder? Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu glauben. Und nochmal, macht ja so viel Spaß. Ist das schlimm. So, jetzt ist das auch erledigt. Und 66 kriegen wir nochmal ein Item, aber langsam kann ich es echt nicht mehr sehen hier. Das Level, ey. Da jetzt an Zeit vergeudet habe wegen diesem Dreck Star Coins. Bitte, Toad! Gibt's da so einen scheiß Mini-Pilz? Braucht kein Mensch. So, und das Problem ist nämlich, dass das, dass die letzte Starcoin in diesem dämlichen Geisterhaus war. Aber da weiß ich Gott sei Dank, wo sie ist. Da weiß ich Gott sei Dank, wo sie ist, ansonsten, boah, würde mich das bestimmt auch ziemlich fertig machen. Ach, das war dieses grenzbehinderte Level. Gut, dass ich hier abkürzen kann direkt. Alles andere würde mich instant nerven. Da war schon Boden, oder? Ja. Genau, geht ihr alle mal hoch. Das war nämlich eigentlich mega offensichtlich, wo die letzte Starcoin ist. Nämlich hier. Das hätte ich auch gleich rausfinden können, aber okay. Hauptsache geschafft. Oh, Gott sei Dank, ey. Damit haben wir Welt 7 zu 100%. Ja. Und schon wieder mit einer doppelten Zahl hinten. Das gibt's ja nicht. Was will ich denn mit noch einer Eisblume? Weil, man darf nicht vergessen, die Zahlen geben immer dieselben Items. Das heißt, 66 ist immer Mini-Pilz. 55 ist immer die Blume, die Eisblume und so weiter. Komplett auswendig weiß ich es auch nicht. Aber diese Melodie wollte ich hören. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. So, damit ersetzen wir erstmal den Mini-Pilz. Nein. So. Und ich bin, wie gesagt, jetzt einfach nur noch froh, dass wir Welt 7 jetzt auch geschafft haben und damit kommen wir zu Welt 8. Ja, die letzte Welt. Ach, was will ich denn mit dem Mini-Pilz? Kann ich das eigentlich auch abwerfen? Nee, ich muss es mit dem Mini-Pilz tauschen.
Ja, die letzte Welt war ja auch im Original New Super Mario Bros. U sehr kurz mit nur 4 Leveln. Mal sehen, ob die hier wenigstens jetzt etwas Krasses zu bieten haben. Magma Schloss graben. Viel Laber. Mal sehen, was geht. Bisher war es ja unter unseren Erwartungen. Und kommen da oben nichts. Oh Gott, da ist nichts. Höchstens der Tod. So, da haben wir auch schon direkt die erste Starcoin. Und die werde ich so sehr mit dem Cooper-Panzer holen. Oh, ich hätte jetzt auch schwören können, da oben ist vielleicht was, aber ich laufe jetzt erstmal durch. Da oben wäre was. Okay. Boah, Flughörnchen, sehr praktisch hier. Hier geht nichts. Okay, wo ist die letzte Starcoin? Hier. Nicht? Schwören können, die ist da oben. Okay, wo ist sie dann? Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, dass das nicht alles ist. Aber da oben ist sie. Aha! Boah, ich habe es gerade nochmal rückgängig gemacht, weil ich dachte schon, jetzt, sonst mache ich schönen Stampfattacke in die Lava. Es war einfach zu offensichtlich, dass man da außen rum muss. Boah, wie knapp, ey. Okay, nicht schlecht. Damit wäre Level 1 von Welt 8 auch direkt schon wieder geschafft. Oh Mann, und wir machen direkt weiter mit 2. Dann sieht es schon verdächtig danach aus, dass wir im nächsten Part das Finale haben. Puh, natürlich geht es dann auch noch weiter, aber das ist schon ganz schön mager. Oh nein, kommt jetzt hier dieser komische Rauch. Ah, und die Dinger dürfen nicht überschritten werden. Okay. Naja, das ist erstmal nicht so schlimm. Hui. Und die ganz kleinen Minis, die sind ja süß. Okay, ganz ruhig. So, warte ich noch, bis der kommt. Dann kann ich die ja alle killen. Kann aber auch sein, dass ich den einfach für die Starcoin gebraucht hätte. Scheiße. Kommt dann noch mal einer? Nee. Kann ich die jetzt kriegen, ohne dass ich sterbe? Nice! Oh, that takes some skills! Okay. Oh, das auch. Na, das ist unfassbar! Da lasse ich mich ja sogar gerne treffen. Komm, 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 komm. Hier ist ja eh Ende, oder wie? Ne, es geht noch weiter. Ha! Die erste Starcoin fehlt mir. Ich mach mal das Level zu Ende. Die erste Starcoin! Okay. Krass, da habe ich jetzt so geskillt. Und da fehlt mir die erste. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da schauen wir gleich nochmal nach, wo die denn sein soll. Erste Starcoin. Ach, vielleicht da oben drin. Nein. Oh, ganz da oben. Das wird jetzt hart. Bestimmt ganz da oben. Ja, okay. Das dachte ich mir schon. Jetzt wird es allerdings hart, weil ich ein kleiner Luigi bin. Hoffentlich schaffe ich das. Hey, geh mal weg. Nein, es war so klar, dass es mir passiert. Springe ich natürlich genau in den rein. Shit. Egal. Ich weiß, wo sie ist. Das kriegen wir jetzt auch so hin. Ich nehme jetzt einfach mal die Eisblume, weil wir haben so viel von dem Zeug. Wir sind jetzt eh am Ende. Da kann ich ein bisschen was verballern, verprassen. Das passt schon so. Außerdem kann ich sie dann herrlich schnell wegschießen. Und auf Distanz gehen. Zisch, 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 zisch. Es war ja klar, dass es direkt wieder passiert.
mal schön schauen, dass hier alles frei bleibt, weil ansonsten geht's hier nicht weiter. Noch ein Koopa. Drei von den Typen, ey. Dann gib mir jetzt hier mal die Eisblume, jawohl. Eigentlich kann ich das Level doch jetzt auch völlig alleine fertig machen, ne? Braucht das Ding doch gar nicht mehr. Jo. Boah, der ist immer riesig, aber wurscht. Alles klar. So, dann hätten wir nämlich das auch. Gab es nicht noch ein Secret Exit hier? Oder kam das erst in Level 3? Ging hier nicht noch normalerweise noch eine Leiter hoch? Ja, das müsste ich nochmal überprüfen. Ich würde sagen, wir machen weiter im nächsten Part. Und ja, dann frage ich mich auch, ist es heiß genug?